es denn zu den herkömmlichen Therapieangeboten noch etwas, was ich als Patientin machen könnte? Genau, also neben dem herkömmlichen Therapieprogramm, was wir natürlich stetig ausbauen, gibt es seit kurzem in unserer Klinik auch die Möglichkeit, mittels des Programms My District selber als Patient, Patientin Online-Therapie während des Aufenthalts hier durchzuführen. Das hat den großen Vorteil, dass man zeitunabhängig von den üblichen Therapien ist und beispielsweise am Wochenende weiter an seinen Belastungsfaktoren arbeiten kann, während hier gar keine Therapien in Präsenz stattfinden. Okay, und was verstehe ich denn unter Mind District genau? Mind District ist unser digitales Angebot zur Online-Therapie, was einige Möglichkeiten bietet. So gibt es zum Beispiel Module mit bestimmten Übungen, aber auch Videos, in denen Betroffene oder Experten zu Wort kommen, sowie es besteht die Möglichkeit, Tagebücher auszufüllen, Protokolle oder andere therapeutische Interventionen wirklich selbst durchzuführen. Für welche PatientInnen eignet sich denn Mind District? Mein District bietet spezifische Module für die allermeisten der hier behandelten Störungsbilder bei uns in der Klinik, wie Depressionen oder Angststörungen. Allerdings gibt es auch Angebote für ganz bestimmte Problembereiche, beispielsweise Umgang mit Stress, besserer Schlaf oder wie man mit sehr starken Grübeln umgeht. Das heißt, ich würde sagen, tatsächlich bietet mein District für fast jeden hier ein passendes Angebot. Okay, das klingt ja super. Wie funktioniert denn jetzt die Registrierung für mein District konkret? Genau, also auf den Stationen und Tagesklinken bei uns, in denen mein District schon zum Einsatz kommt, stehen spezifische Tablets zur Verfügung, die wirklich nur für mein District sind, die dort ausgeliehen werden können. Grundsätzlich kann man mein District aber auch auf dem eigenen Smartphone, Laptop oder Rechner zu Hause laufen lassen. Es bietet sich beispielsweise an für Patientinnen in der Tagesklinik, die ja eher am Wochenende und abends zu Hause sind. Und das Ganze funktioniert so, dass Sie mit Ihrem Behandler, Ihrer Behandlerin oder der Person der Bezugspflege das besprechen. Die schaltet Sie frei hier, ist auch komplett kostenfrei für Patientinnen von Asklepios Langen. Und dann besprechen Sie mit Ihrem Behandler, mit Ihrer Therapeutin, was für Module, was für Angebote Sie gerne wahrnehmen würden. Und ab dem Moment können Sie sich überall dann dort registrieren und anmelden. Okay, und hier ist also der Katalog von Mind District. Exakt. Und was da wirklich eben schön ist, ist, dass die Patientinnen und Patienten das ganz allein in ihrem eigenen Tempo durchführen können, sich die Inhalte aussuchen können, gucken, was gerade am besten zu ihrer Situation passt und das eben völlig unabhängig von den restlichen Therapieangeboten der Klinik durchführen können. Hier sehen wir nochmal ein ganz typisches Modul von Mind District. Wir haben die Animationen und Infografiken. Es gibt Videos zur Veranschaulichung, die sehr schön gestaltet sind und eben im weiteren Verlauf auf Übungen und therapeutische Interventionen. Insgesamt freuen wir uns sehr, dass jetzt Mind District bei uns wirklich eine feste Rolle in der Behandlung spielt, weil wir fest daran glauben, dass es sowohl für die Behandler, Behandlerinnen als auch für die Patientinnen und Patienten einen großen Mehrwert bietet.